Herbstnachmittag von Theodor Storm. Halbschläfrig sitz ich im Lehnstuhl. Vor der Tür auf dem Treppenstein schwatzen die Mädchen und schauen in den hellen Sonnenschein. Die Braunen, das sind meine Schwestern. Die Blond ist die Liebste mein. Sie nähen und stricken und sticken, als sollte schon Hochzeit sein. Von fern das Kichern und Plaudern und um mich her die Ruh. In den Lüften ein Schwirren und Summen, mir fallen die Augen zu. Und als ich wieder erwache, ist alles still und tot, und durch die Fensterscheiben schimmert das Abendrot. Die Mädchen sitzen wieder am Tisch im stummen Verein und legen zur Seite die Nadeln vor dem blendenden Abendschein.